Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Smite heute 1 gegen 1 Duell mit Fafnir. Ja, wir wählen jetzt mal aus. Bot hat Guan Yu. Ich spiele gegen den Bot. Ich habe vorher versucht, ein Eroberungsspiel zu bekommen, beziehungsweise habe es schon ein paar Mal versucht, in eins reinzukommen, wo man eben mit Fafnir spielen kann. Das heißt auf den Public Test Servern, und habe da einfach, keine Ahnung, nach halb, dreiviertel Stunde warten, immer noch kein Spiel gefunden. Und habe ich gesagt, okay, ich werde hier jetzt einfach mal ein Bot-Game spielen, 1 gegen 1, um den ein bisschen mal zu spielen und die Fertigkeiten zu testen. Ah, jetzt fangen wir hier mit Level 1 an, mit hätten wir mit Level 3 anfangen müssen. Aber ist egal. Was nehmen wir mit, was nehmen wir mit? Fluch erstmal. Und zwar habe ich ein Bild von einem Kumpel, vom Jason, mit dem ich auch öfters Smite spiele. Der hat ein Bild gepostet bei smitefire.com, der erste Bild für den Fafnir, und den schauen wir uns gerade mal an. So sieht er aus. Er ist ein extremes Late-Game-Build, aber es ist OPS-Fuck, wie er es selbst genannt hat, und es ist komplett auf Damage gebaut, wie ihr seht. Man kann da mit Sicherheit ein oder zwei Items austauschen gegen Tank-Items, aber wir spielen es jetzt mal so. Ich will einfach den mal testen, quasi diesen Build, und dann sehen wir ja, was dabei rumkommt. Gekauft habe ich natürlich noch nichts. Das ist das praktisch, weil ich schon wieder so abgelenkt bin mit dem Quatschen hier. Aber das ist egal. Vielleicht können wir uns dann direkt ein größeres Item kaufen. Gucken wir mal, wie der mit dem Bot ist. Mit den Bots ist immer ein bisschen haarig, weil die, wie ihr seht, total greedy sind. Und ich weiß auch noch nicht, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel Übung gesammelt mit dem. Mit dem Fafnir. Aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Klopfen wir einfach noch ein paar Mal drauf. Den Hammer würde ich auf jeden Fall als erstes skillen, weil er einfach einen Stun drin hat. Jetzt kommt er doch weg. Ich muss weg hier wegen den Minions. Am Anfang ist es zu heftig. Der kommt jetzt weg. Schade, aber ist egal. Da können wir hier zumindest in Ruhe die Lane ein bisschen pushen. Ich klopfe jetzt hier auch mal ein bisschen auf die Minions. Es wird richtig krass auf jeden Fall mit dem Damage, und wenn man in der Drachengestalt quasi in der Ulti ist, wird es richtig eklig. Ich gebe mir direkt mal den Selbstbuff. Und damit kann ich mich nämlich ein bisschen hochheilen, wie ihr seht. Und das ist ziemlich heftig sogar. So, ich bin es gewöhnt vom Tor, dass der Hammer zurückkommt. Mich gerade gewundert, warum er nicht zurückkommt. Aber jetzt muss ich ein bisschen backgehen, weil der Guan Wu schon wieder direkt komplett durch die Minions durchrennt und mich will. Guck mal, der hat einen relativ besseren Wave Clear als ich natürlich. Jetzt gucken wir mal. Ah, ich liebe ja den Zwerg. Oh shit. Ich muss auf jeden Fall mal backgehen. Ich liebe Zwerge. Ich finde auch der Skin übertrieben geil. Es passt einfach. Der müsste irgendwie noch so einen Bierkrug oder so haben. Ich weiß es nicht. Wäre richtig fett auf jeden Fall. So, der Build ist natürlich ziemlich teuer alles. Das sind alles extrem teure Gegenstände. Für den Anfang zumindest. Aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. So, einmal durchklatschen. Dann geben uns ein bisschen Speed und klopfen den direkt runter. Bodyblocken den ein bisschen. Ich tue meine 3 skillen und hüpfe einfach vorne rein. Und hab zu langen Cooldown auf meinem scheiß Hammer. Ah, okay. Minions sind nicht da. Wollen jetzt nicht zu greedy sein. Ich feiere ihn auf jeden Fall sehr. Und ich denke, der wird am Anfang natürlich wie jeder Gott total OP sein. Und dann wird er auch wieder Nerf kassieren. Aber ich denke, es ist ganz gut. Weil ich denke, mit dem wird die Supporter-Rolle wieder ein bisschen beliebter. Gibt natürlich einige, die gern Supporter spielen. Ich spiele eigentlich auch relativ gern Supporter. Aber wie ihr wisst, ist das natürlich nicht die beliebteste Klasse. So, der ist wieder full life. Summons Damage. Ne, kann man eigentlich nicht holen. Lass ein bisschen Tower Damage machen. Haben wir noch ein paar Minions, ja. Aber der Guan Yu kriegt die halt ziemlich schnell down. Deswegen vergutschen wir uns hier mal direkt. Kommt uns hier her. Und da habt ihr es auch nochmal gut gesehen. Also wenn ich den Hammer treffe, kommt dieser, diese pulsierende Kreis um ihn rum, und in dem Kreis wird alles noch verlangsamt. Also er wird gestunt. Jetzt haben wir. Ja, aber jetzt haben wir. Und jetzt ist schon die Ulti da.
Jetzt muss ich aufpassen. Ich heil mich kurz nochmal. Das ist natürlich nach am Late Game, ist diese Heal auch total. Erstmal natürlich extrem heftig, dass ich mich so hochheilen kann. Mit einmal mit dem und mich selbst ja auch noch buffe dabei. Das ist eigentlich extrem heftig. Ich gehe jetzt einmal zurück. Kauf Book of Tooth zu Ende. Dann können wir schon komplett die Schuhe kaufen. Das ist schön. Tränke brauchen wir jetzt hier noch keine. Ich habe die mal mit reingezogen, einfach mit, wenn man sie braucht oder wenn man länger auf Lane sein möchte, dass man sie gleich parat hat. Ich musste mir auch eigentlich mehr Gottbausätze bauen, aber ich baue immer relativ flexibel oder je nachdem, wie ich auch drauf bin oder wie ich gerade eben Lust habe zum Spielen. So. Ja, da kommt jetzt... Okay, dann klopfen wir voll runter. Es ist natürlich hier, ich will jetzt hier keinen Orden dafür bekommen oder Zuspruch bekommen, wie gut ich doch bin mit dem. Oder wie gut der doch ist. Weil es ist uns natürlich allen klar, die Bots sind keine wirkliche Herausforderung. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Es geht einfach darum, dir ein bisschen zu zeigen. Ich will jetzt auch gar nicht so auf Teufel komm raus das Spiel beenden, sondern ich will ein bisschen ins Late Game kommen. Aber ich kann auch meine Ulti ziehen. So, was machst du jetzt? Bin ich ein scheiß verfickter Riesendrache. Mein Buff drauf, einmal dort draufziehen. Und er ist schon geschwätzt. Es ist halt ultra OP. Jetzt guck mal, wie viel mich heilen kann. Mit einem Klick und ich buffe mich dabei noch. Es ist einfach so übertrieben. Jetzt kann man hier im Prinzip noch den Tower, aber das wollen wir gar nicht. Ich gehe auf die Minions, weil ich das Gold brauche. Ich hätte mir auch einfach mehr Gold geben können. Aber ich wollte einfach auch gerne wissen, Wie schnell ich zu dem Bild komme, wie teuer es ist und was weiß ich, was alles. Ich werde jetzt mal die 2 skillen. Ich habe gar nicht geguckt, ob der Heal mehr wird. Aber ich gehe mal davon aus. Guck mal, ich kann mich so eben hochheilen. Es ist einfach zu krass. Damage ist natürlich von der Auto-Attack ist natürlich relativ wenig. Ich kann jetzt hier meinen Sprung noch machen, den ich ja auch als Sofortangriff wenden kann. So, Mana-Buff. Also den Sprung kann man quasi als Sprung setzen. Oder wenn man direkt an sich ranzieht, ich zeige das gleich nochmal, wenn der Cooldown weg ist, hat man sofort Angriff. So, hier einmal heilen. Jetzt so kann man springen quasi und so mache ich direkt Angriff und mache direkt Schaden. So. Hammer durch. Es ist schon heftig. Ich heile mich hoch. Ich kann hier auf der Lane bleiben. Ich habe den Mana-Buff. Und er gibt mir auch richtig Damage. Aber das können wir auch. Jetzt einen Hammer einmal durch, komm. Und geschwätzt. Ich weiß so gar nicht mit dem Skillen, was am besten ist, genau zu skillen. Also die 1 würde ich auf jeden Fall für den Wave Clear im 1 gegen 1 sowieso. 2, 3 sind alles im Prinzip extrem gute Abilities. Deswegen... keine Ahnung, ich kaufe gleich das nächste Item. Es ist extrem, also es geht hier natürlich auch extrem schnell, weil ich auch die Kills im Prinzip geschenkt bekomme von dem Bot. Holen wir uns gerade nochmal Mana. Aber wie gesagt, darum geht es ja nicht. So, also ich kann jetzt hier auch springen. Macht man so einen Satz nach vorne. Das ist natürlich als Drachen auch nochmal heftig. Wenn er dann versucht zu escapen, kann man den Dot drauf noch Damage machen und dann mit dem Sprung kommt man noch um einiges weiter als Drachen. Es ist schon extrem. Ich kann jetzt, werde jetzt nochmal die Ulti ziehen und dann werde ich den Sprung mal setzen, dass ihr seht, wie weit man mit dem kommt. Also es ist auf jeden Fall extrem. 1, den Dot drauf. Ich kann mich heilen. Ich kann hier Dauerschaden machen. Das ist einfach zu krass. Und mein Dot noch drauf und dann stirbt er sowieso. Es ist einfach so extrem. Aber gut, wie gesagt, wie halt jeder Gott am Anfang. Dort drauf, heilen. Man hat einen kurzen Moment, wo man eben diese Verwandlung quasi durchmacht, aber es ist auch nicht wirklich arg zurückwerfend. Und ihr seht, der Minion Wave, der Wave Clear ist extrem, wenn man das die 1 gelevelt hat. Und natürlich der Damage auch im 1 gegen 1. Wenn ich den Hammer auf ihn werfe, ist er betäubt. Um ihn rum, die Leute sind betäubt. Und der Damage ist natürlich auch nicht zu vergessen. Warf mich hoch, bin schon wieder fast full life und kann hier in Ruhe draufklopfen. Abklingzeit ist mit drin, weil man braucht eben die Abilities, sonst macht man natürlich keinen Schaden, das ist klar. Ich heile mich wieder, mache meinen Sofortangriff. Sprung hätte ich mir jetzt auch aufbewahren können, dann hätte ich ihn jetzt vielleicht noch bekommen. Ich gehe nicht zu greedy mit rein.
klopfe hier lieber die Minions noch runter. Aber es ist geil, es ist einfach ein Zwerg und ja, wie ihr auch jetzt seht, die Passive, wer es noch nicht mal ein anderes Video angeschaut hat, sieht hier den Geldbeutel. Das heißt, wenn man 1000 Gold auf Tasche hat, kriegt man nochmal 30 Verteidigung dazu, Schutz. Das ist auch ziemlich heftig. Das ist einfach nochmal ein gratis Item quasi, wenn man unterwegs ist. Jetzt klopfe ich mal den Tower runter, dann haben wir wieder ein bisschen Gold. Dann können wir shoppen gehen. So, ich will jetzt auch gar nicht hier weiter pushen erstmal. Oh, da reicht schon gar nicht. Das sind halt natürlich extrem teure Gegenstände. Oh, doch, kann man schon laufen. Ich wollte gerade gucken. Hat mich gerade gewundert. So, dann, ja, ich mache jetzt einfach mal Sprint noch mit rein, damit ich mir hinterher komme. Jetzt ein kleiner Turbo-Zwerg kommt. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Gott haltet oder was ihr generell von dem denkt oder was für ein Bild ihr bauen würdet, ob ihr auf Damage gehen würdet, ob ihr wirklich auf Tank gehen würdet. Kommt natürlich auch immer drauf an, mit wem spielt ihr auf der Lane, welchen Modus spielt ihr. Und ja. Ach komm, weil es so schön ist. Gehen wir gleich nochmal hier rein. Dort drauf. Ja, es ist krank. Ich bin jetzt natürlich auch über ihn gefeedet und es ist und bleibt ein Bot. Aber darüber braucht man nicht sprechen. Ich werde jetzt mal zu diesem Boss da hinten gehen. Jetzt kann ich natürlich noch Turbo machen. Springen wir direkt drauf. Noch so viel Damage machen können. Wie geht, bevor wir wieder in die normale Station kommen. Also in die normale Position kommen. Den werden wir wahrscheinlich jetzt auch gar nicht machen können. Probieren wir mal weiter drauf zu prügeln. Ich kann mich noch einmal hochheilen. Was auch schon nicht unbeträchtlicher Betrag ist. Und dadurch schaffe ich es auch, ihn zu legen. Es ist brutal. Der Bild wird und wird noch krasser. Da hilft jetzt unseren Tower. Aber das ist kein Problem. Haben wir jetzt nicht so einen riesen Stress. Bei ein bisschen Bodyblocken. Ja, jetzt ist er wieder mutig mit seinen Minions. So, dann werfen wir noch den Hammer hinterher. Down. Heilen wir uns wieder hoch. Sofortangriff. Also es ist schon heftig. Wenn wir noch ein bisschen mehr auf Cooldown Reduction kommen, dann ist es schon übertrieben eigentlich. Ich kann mal die 3 auch noch leveln. Ein Minion Clear. Es ist brutal. Damage Spawn. Es ist halt ja ein Support, der extrem stark ist, auch den man auch wirklich stark spielen kann. Durch seine Passive, die mehr Schutz quasi, ist es natürlich auch nochmal heftig, weil einfach wenn ich hier spare auf die Items und kann hier im Prinzip, ich habe nochmal gratis Schutz, nur weil ich 1000 auf dem Beutel habe, ist schon heftig. Wenn man jetzt noch in dem Bild selbst noch ein oder zwei tankige Items reinbaut, ist der Schaden trotzdem noch extrem. Na komm, dann machen wir es als Drachen. Ich will jetzt auf jeden Fall noch nicht finishen. Ich hoffe, ich werde jetzt auch abbrechen nochmal, weil ich will jetzt auch noch gar nicht, dass der gepusht wird. Ich hätte auch vielleicht den Phoenix noch lassen sollen. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch den Damage Buff und gehe dann nochmal einkaufen. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr zum richtigen Full Build. Den wollte ich ja testen. So. Gehen wir einmal zurück. Der wehrt die Minions gut ab, das ist okay. Hier haben wir wieder richtig teures Item. Seelenräuber, ich bin mir gar nicht sicher. Die Reihenfolge jetzt, aber... Bär haben wir noch. Wie viel kostet der noch? 2100, ist natürlich schon heftig. Level mal den Sprung mal auch weiter. Machen wir die Camps, töten noch ein paar Minions. Töten den Guan Yu auch nochmal. Damit wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Ja, mit dem Selbstbuff kann man vielleicht noch einen Moment warten, bis man den Damage frisst und dann halten sie sich nochmal hoch. Und kann dann zurückschlagen. Aber ist auf jeden Fall richtig geil und wie gesagt, wem es Zwerge gefallen, oh ich habe so gefailt, einfach neben geschlagen. Aber ist egal. Wer Zwerge feiert, wird es einfach absolut geil sein. Ich bin auch schon gespannt, was dafür Skins rauskommen. Ja, der geht jetzt, juckt mich eigentlich relativ wenig. Ja, ich habe gedacht, er wollte abhauen, aber machen wir einfach mal so. Hopp, hallo, wie geht's?
Bam. Bam. Nein. Oh, da hat das Schwein gehabt. Okay, machen wir so. Verlangsamen ihn noch. Machen wir so, pop. Pop. Springen wieder raus. Ist ja schon fast eine Assassine, ja? Jetzt natürlich blöd. Ich hoffe, die Minions finishen das Game jetzt noch nicht. So, können wir es voll kaufen? Können wir. Achso, wir müssen natürlich erst zurück sein. Komm hier schon rein, kaufen, anfangen. Und dann sind wir gleich Full Build. Ich werde jetzt mal die Minions nicht groß unterstützen. Ich werde den Boss nochmal probieren hinten. Ich habe jetzt meine Full Ulti noch rettig. Das heißt, wir könnten eigentlich den Boss wahrscheinlich instant finishen mit dem mit der Ulti. Ich werde erstmal so ein bisschen was reinhalten. Der Damage, wie ihr seht, selbst der Auto-Attack ist schon bei 214. Es ist einfach so übertrieben. Jetzt heile ich mich einmal, jetzt gehe ich in die Drachenform. Ja, können wir das noch hinkriegen. So, dann hauen wir Schaden drauf. Einmal den Dot, den Sprungangriff, selbst hier. Und es, ihr seht, ich stehe im Schaden, ich stehe voll im Schaden. Und es interessiert eigentlich gar nicht. Es ist heftig, richtig heftig. Also der Build ist definitiv krank. Kann ich hier über die Mauer springen? Ja, ich kann über die Mauer springen. Einfach absolut geil. Einfach absolut geil. Ich werde das Mana Camp noch machen. Und hoffentlich gleich noch shoppen können. Also den Phönix zu legen war jedenfalls keine gute Idee. Wird jetzt schwierig zu sein, Geld zu farmen. Vielleicht kann ich die Minions hinter ihm schlachten, dass er die meine Minions noch töten kann. Ah, der Phönix ist gleich wieder da. Das ist schon mal gut. Ich will ihn gar nicht, ich will nur seine Minions. Meine kann er von mir aus haben. Ah, die sind schon wieder schwach, das ist schön. Dann kann ich auch den netten Guan Yu erlösen von seinem Leiden. Betäuben, buffen, hüpfen, bodyblocken. Ist natürlich jetzt nicht die Vorgehensweise gegen den PC-Spieler. Da sollte man sich Sorgen machen, wenn es so einfach wäre. Hammer hinterher. Aber wie gesagt, heilen. Ey, der Heal ist einfach abartig krank. Ja, ich gehe jetzt einmal zurück. Kaufen wir ein Item noch mehr. Und es wird jetzt hier noch krasser, ey. Es ist abartig. Der Bild ist richtig räudig. Jason, wenn du gerade zuschaust, dein Bild ist krank. Es ist richtig krank. Aber es ist geil. Also, ich hatte bisher auch noch nicht so große Probleme. Klar, wenn man einen Full Tank braucht auf der Lane, dann weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann diesen Bild wirklich bauen. Es wird halt schwierig, mit dem Gold auf der Lane zu holen. Von daher wird es wahrscheinlich eher nichts oder eher schwierig oder man wird so krank gefeedet als Tank, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wie viel brauchen wir denn jetzt hier noch für das letzte K? Können wir schon kaufen. Ah, ich bin so ein Tor gewöhnt. Ich wollte mich jetzt mit dem Hammer zurückporten. Kann ich hier drüber? Kann ich hier drüber? Ja, es ist krank. Es ist richtig krank. Also der Gott ist geil und er macht auch riesig Spaß, aber er ist echt heftig. Er ist richtig heftig. Da wird dann auch wieder am Anfang natürlich instant Geheule losgehen. Das kennt man ja, aber wenn, wie gesagt, wenn die neuen Götter rauskommen. So, jetzt kaufen wir das letzte Item und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ich glaube, es wird richtig räudig werden. Wir können auch noch hier noch einen magischen Krafttrank noch einen draufsetzen. Ja, und jetzt würde ich sagen, bestrafen wir erstmal Guan Yu, dass er in unseren Tower reingepusht hat. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal mit dem Drachen direkt hier einmal durch. Habt ihr gesehen, wie viel dieser Hammer scheiß Schaden macht? Es ist krank, es ist krank. Der kommt ja nicht mal weg. Krank. Wave Clear ist jetzt absolut kein Thema mehr. Jetzt tun wir die Ulti nochmal leveln. Ich habe einen Mana-Buff, sonst hätte ich mir jetzt noch den Damage-Buff geholt. So, Minions, wie geht's euch? Einmal den Hammer durch und die Sache ist gegessen. Dann haben wir direkt nochmal das Level up. Phönix kriegt man schnell down. Also ich feiere ihn auf jeden Fall extrem. Ja, der geht jetzt direkt wieder. Ja, jetzt kommt er doch wieder. Nein, du tötest nicht meine Minions. Achso, haben wir direkt hier. Ja, lass mich.
So, jetzt können wir hier direkt mal auf den Titan gehen. Nimmt er auch den Dot? Einmal können wir uns heilen. Oh, schaffen nicht ganz One. Der Titan macht noch guten Schaden. Wir haben halt jetzt auch absolut keine Tank-Abilities. Das ist halt, der Build ist richtig auch einfach nur auf Damage drauf. Und ich könnte mir vorstellen, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Build richtig elendig ist im 3 gegen 3. Wenn man da die Gegner keinen hundertprozentigen Tank haben und man selber den Fenrir auf Damage spielt, könnte es richtig, richtig eklig werden. So, aber ich will jetzt das Game eben finishen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von Fenrir haltet. Gebt natürlich dem Video auch einen Daumen hoch, würde ich mich immer riesig freuen. Und ja, wenn ihr noch Kumpels habt, zeigt denen das Video, wenn die Bock drauf haben. Würde ich mich natürlich auch über jeden Support freuen. So. Jetzt machen wir noch eben das Damage Camp. Klopf, klopf, klopf mit so einem riesen Hammer. Es ist einfach absolut geil. Ich bin schon gespannt, was ihr von Fafnir haltet. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt hoffe ich, dass wir das gebacken kriegen hier. Das sind schon die nächsten. Dann stunnen wir mal eben. So, du kommst hier nicht weg. Du kommst hier nicht weg. Dann machen wir langsam. Okay. Machen wir das jetzt so heutzutage. Also mit den Minions werde ich es jetzt auf jeden Fall schaffen. Ich könnte auch direkt, ich wurde vom Wächter anvisiert. Ich werde jetzt hier direkt in die Drachenform gehen und das kurz finishen. Ja. GG. War am Bot natürlich. Ich will jetzt hier keinen Orden oder Zuspruch. Oh, du hast gut gespielt oder was weiß ich. Das juckt mich nicht. Das ist klar. Es sind Bots. Darum geht es, wie gesagt, aber auch nicht. Der Gott spielt sich extrem geil. Macht ultra Spaß. Und für Leute, wie gesagt, wie ich, die auf Zwerge stehen. Und ja, es ist einfach geil. Also ich feiere es auch. Die Geschichte und alles. Ich muss mich nochmal genau mit der Geschichte befassen. Hier, es ist typisch Zwerg. Alles voll mit Gold und Edelstein. Richtig geil gemacht. Der hat auch irgendwie Zusammenhang mit Odin und Loki, mit der Geschichte. Ich muss mal das lesen, ich weiß es nicht mehr genau. Hängt da auch irgendwie im Zusammenhang. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gebt einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs dabei bleiben. Würde mich auch interessieren, wie viel wirklich das Video bis zum Schluss angeschaut haben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.